Hallo und herzlich willkommen hier auf freeheiler.de. Heute geht es um Bruchrechnen und was eigentlich ein Bruch darstellt. Und um euch das besser zu erklären, haben wir uns gedacht, naja, zum einen haben wir Hunger und zum anderen kann man es damit gut erklären, haben wir uns einfach zwei Pizzen bestellt und sind heute zu dritt und wollen die ein bisschen aufteilen und überlegen uns das mal. Deswegen kommt jetzt mal der Johannes hier kurz rein, der hat eine Pizza. Und was hast du damit gemacht bisher? Ja, ich habe jetzt hier eine Salami-Schinken-Pizza und ich habe jetzt in 8 gleichmäßige Teile geteilt. Das heißt, ich habe hier einmal durchgeschnitten, dann hier einmal und dann nochmal die einzelnen Teile nochmal halbiert. Okay, wir haben also 8 gleiche Teile in dieser Pizza und überlegen uns das nun mal mathematisch. Wir haben also, diese Pizza hat Johannes genommen und Johannes hat gesagt, er hat es einmal durchgeschnitten, dann hat er es nochmal durchgeschnitten, jetzt hat er 4 Teile und hat jeweils nochmal halbiert. Also kann man das so zeichnen und jetzt haben wir also 8 gleiche Teile und der Mathematiker sagt dann, das ist 1/8 der Pizza, ein Teil von 8, also ein Stück von 8 Stücken. Nun, jetzt ist natürlich so, wir haben nicht alle gleich viel Hunger und vor allem Philipp möchte nicht unbedingt so viel Erbsen essen. Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, wir essen das unterschiedlich stark. Phil möchte nur ein Teil essen. Ein Stück. Also isst Philipp 1/8. Johannes hat ein bisschen mehr Hunger. Johannes isst 3 Stücke. Naja, 3 mal ein Stück oder 3 Stücke von 8. Also 3 mal ein Stück von 8, 3 mal 1/8 oder 3 Stücke von 8. Also 3 mal 1/8 gibt in dem Fall wohl 3/8. Wir können das einfach direkt multiplizieren. Und der ganze Rest, das bleibt wohl dann für mich übrig. Es sind also noch 4 Stücke übrig. 4 Stücke, also 4 mal 1/8. 4/8. Jetzt ist es so, bei Brüchen 4/8, ihr seht es euch drüben, das ist eigentlich die halbe Pizza. Das nennt man jetzt Kürzen, was wir machen können. Ihr seht, 4 und 8, das kann ich jeweils durch 2 teilen. 4 geteilt durch 2 gibt 2 und 8 geteilt durch 2 gibt 4. Nun, ich kann noch weiter kürzen, nochmal mit 2, dann steht ja noch 1/2. Das heißt, die halbe Pizza ist für mich übrig. Natürlich nur Teil in 4/8-Stückchen. Nun, wir haben aber nicht nur Lust auf eine Pizza und deswegen habe ich auch Phil eine Pizza holen geschickt. Phil hat eine Pizza Hawaii dabei. Und Phil, wie hast du sie geteilt? Genau, ich habe die gleich schon in 3 gleich große Teile geteilt, weil wir ja alle davon ein Teil das haben wollen. Okay, wir haben also diese Pizza jetzt brüderlich geteilt. Die Pizza in 3 Teile aufgeteilt. Das heißt, ein Teil ist 1/3. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie viel hat jeder von uns gegessen? Wir müssen das also zusammenrechnen. Im Falle von Philipp wäre das also 1/8 von der Champignon, Salami, Schinken, Erbsenpizza und 1/3 von der Pizza Hawaii. Wie kann ich sowas nun zusammenrechnen? Vorhin haben wir gesehen, 1/8 plus 1/8, das konnten wir alles noch recht einfach rechnen. Hier gibt es einen Trick. Wir müssen es auf gleiche Teile bringen. Und zwar haben wir hier das Problem des Hauptnenner finden, heißt es. 3 und 8, wir müssen also gucken, kriegen wir Stückchen, so kleine Stückchen, dass wir daraus Achtel oder Drittel bauen können, also zusammenfügen. Und das ist in dem Fall einfach 3 mal 8, das wäre einfach die 24. Also, wie viel 24. Teilchen sind in 1/8 drin? Naja, ich müsste, um die 8 zur 24 zu bekommen, mit 3 multiplizieren. Das heißt, ich muss auch den Zähler hier oben wieder 3 multiplizieren. Wir haben also 3 24. Und 1/3 sind 8 24. Das heißt, das Ding hier wäre im Prinzip 8-fach verteilt. Das wäre also 8 24. Philipp hat also 3 plus 8, gibt 11. 24. Teilchen Pizza insgesamt gegessen. Nun kommen wir zu Johannes. Johannes hat 3/8 der ersten Pizza und 1/3 der zweiten Pizza gegessen. Auch hier wieder 8 und
3. Wir haben also den gleichen Hauptnenner, 8 mal 3, also 24. Hier haben wir nun 3 mal 3, 9, plus 1 mal 8, 8. Also 8 plus 9, 17, 24. Und zu guter Letzt nun mein Anteil. Ich hatte eine halbe Pizza und eine Drittel Pizza. Also ein halb plus ein Drittel. Ihr seht schon, wir haben dieses Mal andere Nenner. Das heißt, wir haben auch einen anderen Hauptnenner. 2 und 3, wir suchen eine Zahl, die durch beides teilbar ist, die möglichst klein ist. Ja, das wäre die 6. Sechstel. Nun, ich muss mit 3 multiplizieren. Also 3 Sechstel plus die 3 muss ich mit 2 multiplizieren. Also 2 Sechstel. 2 plus 3 gibt 5 Sechstel. Also habe ich insgesamt an 5 Sechstel Pizza gegessen, also nicht ganz eine. Nun, wir können es mal einfach überprüfen, ob ich mich verrechnet habe. Wenn ich diese drei Dinge hier zusammen addiere, müsste ich auf 2 Pizzen kommen, weil insgesamt sind die Pizzen ja weg. Also überprüfen wir das einfach mal und sagen, also 11 24stel plus 17 24stel plus 5 Sechstel. Wir suchen wieder einen Hauptnenner. Es muss für alle drei Nenner gelten. Nun, 24, 24, das ist natürlich der gleiche Nenner. Und 6, wenn ich 4 mal die 6 nehme, bin ich auch bei 24. Das heißt, ich kann 24 als Hauptnenner verwenden. Das heißt, die vorderen zwei Summanden ändern sich nicht. Hier hinten muss ich auf 24 stellen. Das heißt, 6 mal 4 und 5 mal 4, also 20. Jetzt muss ich 11 plus 17 plus 20 rechnen, gibt 48, 24 Stellen. Jetzt muss ich das Ganze kürzen, wir sehen aber, 48 lässt sich durch 24 teilen. 48 durch 24 gibt nämlich genau 2. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Pizzen gegessen. Stimmt ja, wir haben sie komplett vernichtet. Nun, was man hier noch machen kann ist, ihr seht, 11, 24, 17, 24, das ist sehr schwer zu vergleichen mit 5, 6. Welche Zahl davon ist größer? Nun, wenn ich alles auf den gleichen Nenner bringe, wie ich es hier gemacht habe für die Rechnung, kann ich das sehr einfach vergleichen. Und dann sehe ich, naja, am größten ist das, wo der Zähler am größten ist. Das heißt, dieser Teil, Anteil von 20, 24 ist der größte Anteil. Ich habe also am meisten Pizzen gegessen. Nun, da mich jetzt der Hunger wirklich überkommt und ich die Pizzen essen möchte, ihr übt ein bisschen Bruchrechnen, ich gehe jetzt eine Pizza essen. Ciao.